bin es auch, fühl mich betäubt, gerat ins Wanken. Lass mich nochmal fallen, mitten in den Dreck, bleibe liegen, um Kraft zu tanken. Oh, 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 oh. Was hat mich zerstört, so kaputt gemacht, hab keine Hoffnung, etwas zu bewegen. Wenn es das jetzt wär, hab ich grad gedacht, doch von nirgendwo hör ich sagen. Einfach weiter, keine Angst, zurück ins Leben, auch wenn du keinen Ausweg sehen kannst, nicht aufgeben. Keine Angst, verstehst du mich, vielleicht kommt von schlechter Karten Antworten, auf die es sich lohnt zu warten. Oh, oh, oh. Finde keinen Halt, spür keinen Boden unter meinen Füßen. Erde öffne, bitte einen Spalt, nimm mich zurück, dann kannst dich wieder schließen. Einfach weiter, keine Angst, zurück ins Leben, auch wenn du keinen Ausweg sehen kannst, nicht aufgeben. Keine Angst, verstehst du mich, vielleicht kommt von schlechter Karten. Ins Leben, auch wenn du keinen Ausweg sehen kannst, nicht aufgeben. Keine Angst, verstehst du mich? Vielleicht kommt von schlechter Karten Antworten, auf die es sich lohnt zu warten. Oh, oh, oh. Moin Moin, ich bin Matthias Lüke und ich bin Kuchenjunkie. Heute möchte ich euch meine ultimative Geheimadresse verraten, die Bäckerei Mertens in Paderborn. Diese Bäckerei hat einfach alles. Frisches Brot, Gebäck und natürlich meinen Lieblingskuchen. Den bestelle ich mir jetzt. Die Mitarbeiter hier sind so freundlich und aufmerksam, da fühlt sich jeder fast wie ein VIP. Mmh. Sorry, geht schon weiter? Ich konnte nicht widerstehen. Wisst ihr, was mega cool und einzigartig ist? Die Bäckerei Mertens hat einen wunderschönen Außenbereich direkt nebenan in der Gärtnerei Marx. Mittags gibt es hier auch herzhafte Gerichte und lecker Bierchen. Das genieße ich jetzt. Macht's gut, bis bald in der Bäckerei Mertens.